Willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Vielleicht heute das große Finale, wohl eher nicht, aber mal schauen. Wir kommen nämlich immer weiter hier zum Schloss Dämonia. Na, gucken wir doch mal, was da so abgeht. Oh. Leutnant? Oh, jetzt gibt es wieder mehrere. Ihr seid die Macht unserer Armee. Ihr erfüllt die Herzen unserer Feinde mit Angst. Eure Kraft und eure Grausamkeit haben euch einen furchteinflößenden Namen eingetragen. Die vier apokalyptischen Reiter. Oh Gott. So, Moment, ich musste gerade mein Herz ein bisschen richten. Nein, das ist nichts. Oh, es funktioniert nicht mehr. Was meint ihr? Das ist nichts. Wir, naja, wir haben die Pferde verloren. Sind sie tot? Nein, nein, wir haben sie tatsächlich verloren. Damit meine ich wirklich verloren. In einem Moment waren sie noch da und im nächsten Moment wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht haben wir sie anderswo gelassen. Jedenfalls sollte man uns jetzt wohl eher die vier apokalyptischen Infanteristen nennen. Allerdings klingt das nicht annähernd so furchterregend. Mein Herr, alles in Ordnung. Macht euch bereit, um uns den Sieg zu sichern, entfessle ich die Mächte der Finsternis selbst. Hört sich großartig an, mein Herr. Womit habe ich das nur verdient? Oh Mann, 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 Mann. Die Leute sind echt die Deppen vom Herrn, ey. Ja, auf Dienst oder. Ach ja. Endlich haben wir Schloss Dämonia erreicht. Es hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bete, dass es Überlebende gibt. Sputen wir uns. Habt Dank, dass ihr euch in diesem Krieg so wendig wie standhaft erwiesen habt. Ich hätte die Truppen wohl kaum mit solcher Führungskraft befehligen können. Habt meinen aufrichtigen Dank. Oh, bitte, bitte. Rechnung kommt später. So, erstmal gucken. Oh, hier gibt's eine Kiste. Kiste. Gib mir die Kiste. Die? Nee. Ah, da ist die Kiste. Hier irgendwo. Da oben. Mana! Moment, Leute. Kann das sein? Wir haben drei. Also entweder finden wir hier in Dämonia passenderweise für unseren werten Menos die Beschwörung. Dann können wir da direkt die drei da abliefern. Oder wir können damit zum Eisdingens hingehen bei den Wikingern und unsere Fina, nee, Velvet, die Beschwörung geben. Auf jeden Fall kriegen wir bald eine neue Beschwörung. So oder so. Freue ich mich drauf. Am Ende des Spiels muss halt auch mal was sein, ne? So, welchen Weg nehme ich? Hier gibt es Magusse. Hexenmeister, die haben kaum was. 40, 60. 60, 60, 40 und ein Katapult. Großmagus hat 50. Vier Leute. Ich glaube, ich werde links nehmen. Dann arbeite ich mich. Ja, ja, ich nehme erstmal links. Komm. So. Auf geht's. Was kann denn schon passieren? Stürmen. So. Vielleicht nehme ich heute das Spiel komplett am Stück auf. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Je nachdem, wie viele halt jetzt noch kommen. Weiß ich halt noch gar nicht.
Oh, du hast ein Pferd, ne? Hast wahrscheinlich das Pferd von den apokalyptischen Reitern geklaut, ne? Wette ich mit dir. So. Jetzt kommen wieder 1000 Gegner, die sich bewegen. Ach, da ist auch ein Katapult. Hier grüßt sie. Was? Kiss! Ifrit! Siupok! Ifrit? Ich beschwöre höllische Flammen! Bitte nicht? Angst? Soll ich da jetzt weggehen? Ich tu's mal. Greif ihn an. Au. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Überschaden. Wenn ich jetzt nicht in dieser Fläche stehe. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Flächendamage-Dings oder so, ne? Müsste ich aber auch keinen Schaden kriegen, weil ich ja nicht in der Nähe stehe. Na, mal schauen, mal schauen. Deswegen stelle ich den mit Absicht hier hin. Und sie stelle ich da hin am besten. Ja, mal schauen. Ja, bald ist auch wieder Grillsaison. Es wird jetzt ja mehr und mehr wärmer. Ha! Wusste ich doch! Das heißt, bald kann man wieder richtig, richtig geil grillen. Au! Mögt ihr grillen? Oder, ja, nicht so? Also, ich finde Grillen voll geil. Ich grille lieben gerne. Und vor allem esse ich das Grillfleisch lieben gerne. Brrr, lecker. Wurst und Fleisch. Fleisch muss sein. Und dann lecker Nudelsalat und alles. Boah, ich krieg da schon Hunger voll. Also, das ist. Wow. Das wird geil wieder. Schön geile Grillabende mit Kollegen und so. Kann ich nur empfehlen, Leute. Macht das. Macht das. Futtert, bis ihr explodiert. Nee, das wäre ungut. Ich brauche euch noch. Das macht nur Sinn, deswegen wartest du. Ich hoffe, du verlierst dadurch deine Fähigkeit nicht. Oh, wenn du nochmal Stürme hast, kannst du dann eine Beschwörung machen? Ah, testen wir mal aus. So. Ihr wollt von hinten, wa? Naja, ich werde es nicht nochmal vorlesen. Oh, okay. Jojo, mach dat. Bin dann eh weg, wenn du deinen Ball losfeuerst. Au! So, du gehst dann mal dahin. Du musst den dringend weghauen. Geht mir so auf den Nerv, ey. Wo will ich dich hinhaben? Ich denke, ich mach die großen Marken das mal matt. Geht mir so auf den Nerv, ey. Ah, okay, dann ist also der Stürmbefehl weg, wenn man's. Scheiße, ey. Das passt mir ja jetzt gar nicht, ne? Doch, Quatsch, sie hat ihren Skill ja schon genutzt. Blöde. Megaschlitzer! Aha, aha. Warte mal. Kann ich das irgendwie noch nutzen? Leider hat das niemanden getroffen. Dreck. So. Ich weiß nicht, das ist mir zu gefährlich. Das. Ja. Stellt ihr am besten nur hier hin.
Nein! 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 Ah! Scheiße! Ich glaube, die Runde verlieren wir. Fuck. Okay, dann. So. Gott, halten die viel aus. Wir müssen echt hier ein bisschen. Ich sag mal so. Durch diesen Fehler werde ich jetzt leveln dadurch und dann haben wir mehr Power. Das können vielleicht einige Versuche jetzt dauern. Aber was soll's. Ach, weißt du was? Wenn die mir schon da entgegenkommen. Ja. Brauch hier echt noch mehr Power. Mehr Power und oder mehr Soldaten. Scheiße. Jo, der nächste. Boah, die nehmen uns richtig auseinander, ey. Was? Der überlebt? Warum? Nein! Unmerklich! Ich kann nicht... Ich verliere nicht jetzt! Oh! Ist das Luck gewesen oder ist das Luck? Oh, guck mal, ich habe nur noch 7 HP. Und ich wusste nicht, dass wir siegen, wenn wir den Magus töten. Ja dann. Vergiss, was ich gesagt habe. Ihr steckt in der Falle. Wie eine Ratte, die nach kornischem Käse stinkt. Glaubt ja nicht, dass ihr mich mit eurem obskuren Anspielungen auf Käse verwirren könnt. Was denn jetzt? Ihm nach, schnell! Er darf uns nicht entwischen! Beeilen wir uns! Sonst wird sein Vorsprung so groß. Ihm nach. Los, Beeilung. Na dann, nicht viel los. Oh ja, ich werde wieder voll geheilt. Oh ja. Geil. Geil. Okay, Leute, dann gehe ich halt weiter, ne? Hui. Der Markus ist da lang gegangen. Still, schnappen wir ihn. Wie Velvet einfach mal aus dem Bild ist. Wo genau sind wir? Wir sind dem Markus den ganzen Weg bis hierher gefolgt. Soweit ich weiß, ist dieser Ort uralt und tief unter Schloss der Mordia begraben. Wozu diente dieser Ort, Menos? Ich weiß nicht. Ich habe ihn noch nie zuvor so Gesicht bekommen. Ich wusste noch nicht einmal von seiner Existenz. Klasse! Noch ein geheimnisvoller Ort, den er zu erkunden gilt? Kein einziger der Bewohner hat überlebt. Oh, das ist mies. Ich werde bleiben, falls der Markus so entkommen versucht. Okay. Ich gehe kurz raus. Ja, okay. Ah, eine Kiste gibt's hier. Okay, wir haben wieder einen schönen Dungeon vor uns. Ich bin echt gespannt. Ich liebe ja Dungeons. Hui. Minus. Das kann doch nicht wahr sein. Was suchen all diese Dämonen hier? Oh, und ein Platz ist frei. Für Menos vielleicht?
Das sieht fast nach antiker Maschinerie der Magi aus. Moment, wäre es möglich, dass die Magi Dämonen geschaffen haben? Was für eine faszinierende Entdeckung! Ich hätte nie gewagt, die Theorie zu äußern. Nein, das ist unmöglich. Dämonen von Menschenhand geschaffen. Ganz im Gegenteil, Menos. Es ist möglich. Wenn meine Theorie stimmt, schließt sich hier der Kreis. Die Menschen haben im Zeitalter der Magie Dämonen geschaffen, nur um sie im großen Krieg wieder zu vernichten. Was für eine Verschwendung! Subamurio, Fina, bitte sagt mir, dass sie sich irrt! Tja, erschreckend glaube ich ihr. Das bedeutet, auch ich bin nichts als eine Kreatur, was? Bin nichts als eine Kreatur. Das Bin ist einmal so viel, egal. Geschaffen von Menschenhand. Gar kaum ein Lebewesen. Nein, das ist nicht wahr. Menos, ihr seid nicht bloß irgendeine Kreatur. Ihr seid Menos, Sohn von König Artus. Oberbefehlshaber der Armee von Dämonia. Erbe des Throns von Dämonia selbst. Und ihr seid außerdem unser Freund. Dennoch, mein Volk wurde durch das Kaiserreich ausgelöscht. Mein Sohn wird von seinem Durst nach Rache verzehrt. Und jetzt das. Ah! Vielleicht haben die Magier die Dämonen geschaffen. Na und? Es ändert nichts daran, wer ihr seid. Warum müsst ihr immer in der Vergangenheit blicken? Ihr könnt euch nicht von der Vergangenheit in Ketten legen lassen, wie tragisch sie auch sein mag. Warum mit etwas hadern, was ihr nicht mehr ändern könnt? Alles, was zählt, ist dieser Moment und das, was wir im nächsten tun werden. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht allein seid. Lurker, Fina, ich bin auch da. Wir sind alle auf eurer Seite. Ich verstehe eure Worte, Velvet. In der Tat würde ich die Vergangenheit nur allzu gerne ruhen lassen und mich der Zukunft zuwenden, genau wie mein Vater es mich lehrte. Und doch, ich habe noch Hoffnung. Ihr sagte, dass wir nicht die Macht haben, die Vergangenheit zu ändern. Auch ich glaubte das. Doch unsere Reisen haben uns das Gegenteil bewiesen. Wie also kann ich mich damit zufrieden geben, nicht zu handeln? Wie kann ich die Realität in ihrer gegenwärtigen Form akzeptieren? Das Problem ist, wir wissen noch immer nicht, ob wir nach freiem Willen handeln. Was, wenn die Änderungen, die wir im Zeitkontinuum bewirken, selbst vorherbestimmt sind? Ich glaube nicht an Schicksal oder Vorsehung, unser Vermögen durch die Zeit zu reisen. Ich wusste bislang nicht, was sie davon halten sollte. Doch jetzt verstehe ich es. Es hat uns ermöglicht, die Realität zu reparieren, unsere Welt zum Besseren zu ändern. Und wer entscheidet, was besser für die Welt ist? Hm? Ihr? Ich? Wir vier? Wer sind wir, uns anzumaßen, diese Entscheidung für jenes zu treffen, deren Leben wir dadurch umwälzen? Und wie viele Leben werden für jedes gerettete Leben ausgelöscht? Wie wollen wir die Nebenwirkungen auf Jahrtausende der Geschichte kontrollieren? Ich glaube nicht, dass Zeitreisen ein Freibrief dafür sind, die Geschichte zu ändern. Die Vergangenheit ist, was sie ist. Wir können nicht Gott spielen. Und das sollten wir auch nicht. Euer Argument ergibt wenig Sinn. Ich finde, es ergibt sehr viel Sinn. Wenn wir diese Macht schon besitzen, warum sollten wir sie dann nicht nutzen?
Weil jeder, der Gott spielt... Naja. Ich ertrage es nicht, wenn sie streiten. Können sie nicht einfach ihre Differenzen akzeptieren? Was ist mit euch, Lurker? Glaubt ihr, wir sollten die Geschichte so mir nicht dir nicht ändern? Nein. Klar, die Versuchung ist groß. Vielleicht können wir es mal an ein, zwei klitzekleinen Ereignissen ausprobieren? Ich weiß, also... Ich sag mal das so. Wenn man... Kleinigkeiten ändert oder auch größere Sachen ändert. Man weiß halt nicht, was Auswirkungen dadurch ausgelöst werden. Zum Beispiel, du könntest in der Vergangenheit, unabsichtlich sagen wir es mal so, eine Maus töten und dadurch in der Zukunft die gesamte Weltgeschichte verändern. Und ich finde, man sollte die Vergangenheit, die gewesene Vergangenheit, so lassen, wie sie ist. Die sollte und darf man einfach nicht ändern. Es wird nie sowas Gutes. Nie. Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt. Links, runter, hoch, rechts. Kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Gebt auf, Markus. Ihr seid erledigt. Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Ich dachte, nur Oberst Dalken könnte meine Pläne vereiteln. Ihr habt mein Volk abgeschlachtet. Das werde ich euch nie verzeihen. Euer Volk? Oh, ihr meint dieses Monster, die wir Dämonen nennen. Ihr seid euch gewiss, wenn ich euch endlich ausgemerzt habe, werde ich diese uralten Maschinen der Magie wieder in Gang setzen. Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen. Eine Armee, die meinem Befehl gehorcht. Damit kommt ihr nicht durch. Das werden wir ja sehen. Gefunden, Musikspielmodus. Nein! Nein! Nein, wie geil ist das denn? Was? Oh, gut, das ist gut, gut! Oh, ich muss mir erstmal reinspielen. Ach, Scheiße, nicht so schnell. Geil! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe, Hilfe! Moment, Scheiße. Ich war gerade. Okay, Moment. Moment, also erst einmal hammergeil, dass sie jetzt so ein Spielelement eingebaut haben. Und ich war gerade voll überfordert. Sowas von hart überfordert. Okay, komm, nächster Versuch. Diesmal aber wirklich. Ah. Okay. Was geht ja noch? Man fängt ja recht nobel an. Ah, ist das hart, ey. Das ist das krass. Huh. Okay. Geile Musik. Ah,
Ja, Wettersteller, natürlich. Was denn jetzt? Also das Spiel ist gebuggt oder was? Das Spiel hat sich gebuggt. Das Spiel hat sich gebuggt. Yo, super. Ich kann nicht mal ins Optionsmenü gehen. Geil. Toll. Leute. Der Part ist fertig. Wir sehen uns im nächsten Part. Und ich, ich bin gerade überwältigt und geschockt und ich hoffe, wir können das im nächsten Part meistern. Bis dann, tschüss!